freue mich sehr. Professor Katja Wind ist bei mir hier jetzt auf dem roten Sofa der DVZ hier auf dem DLK. Sie sind CDO bei der SMS Group. Sie waren Professorin für Global Production Logistics und Präsidentin der Jacobs University in Bremen. Und Sie sind eine Expertin und, so wie ich es vorhin wahrgenommen habe, auch eine begeisterte Verfechterin der Energie- und Verkehrswende. Das Stichwort, was Sie heute in die Diskussion eingebracht haben, ist die industrielle Photosynthese. Was versteht man darunter? Die industrielle Photosynthese macht im Prinzip das nach, was wir in der Natur vorfinden. Und was macht im Prinzip eine Pflanze? Die nimmt grüne Energie, also Sonnenenergie, CO2 aus der Luft, Wasser, und daraus wird dann Holzwachstum produziert. Also beim Baum entsteht dann im Prinzip die Pflanze selber. Und das, was ich auch vorhin versucht habe deutlich zu machen, wir nutzen ja im Prinzip jetzt Pflanzen oder Tiere, die vor hunderten Millionen Jahren im Prinzip dann gestorben sind. Und das ist eigentlich das, was wir bei Öl und Gas zurzeit nutzen. Das ist die natürliche Photosynthese. Und wir können die jetzt nachbauen mit neuen Technologien, indem wir letzten Endes jetzt CO2 aus der Luft uns holen, Wasser nehmen und das Ganze dann, und grüne Energie natürlich brauchen, und das dann in Elektrolyseuren zu sogenannten Syngasen umwandeln, also in CO und in Wasserstoff. Und daraus können wir dann E-Fuels bauen oder auch andere sogenannte Power-to-X-Produkte, wie Kunststoffe, wie Dünger und so weiter. Und das heißt, wir können jetzt in die Kreislaufwirtschaft einsteigen und CO2 im Kreislauf fahren. Denn diese E-Fuels können wir wieder nutzen, ganz normal in Verbrennungsmotoren oder auch im Flugzeug, und können dann wieder das CO2, was daraus entsteht, quasi wieder aus der Luft holen. Und das CO2 wird dadurch zum Rohstoff, haben Sie gesagt. Richtig, das ist eine wichtige Grundlage für alles. Das Entscheidende ist, CO2 wird zum Rohstoff. Und man denkt ja mal, CO2 ist irgendwie etwas, was wir gar nicht haben wollen. Aber jetzt können wir es nutzen. Und man kann natürlich mit Elektrolyseuren auch einfach Wasserstoff herstellen. Diesen Wasserstoff nutzen wir eben als sogenanntes Reduktionsmittel, um die Stahlindustrie zu dekarbonisieren. Und auch sehr simpel, da ersetzen wir eigentlich das, was man sonst braucht, das Koks, um eigentlich den Rohstoff, aus dem wir Stahl produzieren, nämlich Iron Ore Eisenerz zu dekarbonisieren, also zu reduzieren auf Roheisen, ersetzen wir jetzt Koks durch Wasserstoff. Und damit können wir im Prinzip auch die Stahlindustrie dekarbonisieren. Und das Stahlwerk, was derzeit in Schweden gebaut werden soll, was jetzt startet, das ist ja das beste Beispiel dafür, dass es auch im großindustriellen Maßstab jetzt funktioniert. E-Fuels sind auch bei Porsche heute in der Vormittagssession nochmal angesprochen worden. Die forschen auch in der Richtung, die wollen auch einen entsprechenden Produktionsstandort aufmachen. Wenn man jetzt mal in der Logistik schaut, muss man ja ehrlich sagen, eigentlich marschieren jetzt alle extrem in Richtung reine E-Antriebe oder jetzt Wasserstoff. E-Fuels werden vielleicht mal fürs Flugzeug noch mit diskutiert, aber ich glaube, Ihr Ansatz wäre eigentlich ein bisschen breiter. Haben Sie Angst, dass der Zug schon so ein bisschen dafür abgefahren ist? Ja, der Bedarf ist ja massiv da. Also wir brauchen ja viel mehr E-Fuels noch, um diese Transformation von dem fossilen Zeitalter, sag ich mal, in dem wir jetzt noch sind, hin zum Wasserstoffzeitalter zu begleiten. Das heißt, die E-Fuels sind für mich eine Transformation auf dem Weg dahin. Also die helfen uns, diesen Übergang zu schaffen. Und wir müssen ja erstmal die Kapazitäten noch aufbauen überall. Und vor allem brauchen wir eben grüne Energie, die erschwinglich ist. Das ist eigentlich die Kernvoraussetzung, auch um Wasserstoff zu produzieren. Vielleicht sagen Sie es nochmal, ich meine, ich habe es einer Ihrer Folien entnommen, dieser Übergangszeitraum ist noch ganz schön lang für die also in dem man noch die E-Fuels braucht, glaube ich, oder? Also ich bin sicher, dass wir auch die E-Fuel-Anlagen müssen wir erstmal bauen. Auch davon gibt es ja nicht genug. Die ersten entstehen gerade. Chile ist ja eines der Projekte, was mit angesprochen wird. Wir bauen in Norwegen mit Norsk E-Fuel eine solche Anlage. Aber das sind ja alles noch keine Größenordnungen, die wirklich uns einen Sprung nach vorne geben. Wir brauchen ja viel mehr noch an Litern, die wir dann auch produzieren, damit sich einerseits die Technologie skaliert, damit wir natürlich auch noch weiter lernen, die effizienter gestalten und dass dann letzten Endes auch die Kosten sinken. Haben Sie das mal durchkalkuliert, wie die E-Fuels jetzt meinetwegen verglichen mit dem reinen E-Antrieb sich dann irgendwie schlagen oder mit Wasserstoff?
Also das ist alles kalkuliert. Das ist ja, wie gesagt, momentan noch teurer. Aber wenn wir das jetzt, Öl und Gas sind 100 Jahre jetzt schon dabei, sich wirtschaftlich aufzustellen. Wir haben jetzt E-Fuels gerade mal seit 10 Jahren, sage ich mal. Das heißt, man muss jetzt anfangen natürlich zu pushen und es ist gar nicht mehr so, dass nur ausschließlich Fördermittel gebraucht werden, sondern es gibt Anschubfinanzierung vielleicht oder man kann Modelle finden, wo letzten Endes dann auch von staatlicher Seite auch wieder mitverdient wird, weil jede Anlage für sich ist ja ein Business Case, ist wirtschaftlich gerechnet. Das heißt, wir wollen gar nicht nur, dass der Staat das jetzt überall macht, sondern ich glaube, wir müssen die Eigeninitiative fördern, dass diese Anlagen gebaut werden und dass wir darüber in die Skalierung kommen. Was es immer braucht, ist grüne Energie. Das ist in Anführungsstrichen der Ausgangsstoff, das braucht man auf jeden Fall. Und daran hapert es ja nun leider Gottes auch gewaltig. Ihr Ansatz berücksichtigt, glaube ich, sehr stark Energiepartnerschaften, oder? Das ist ein Ansatz, den wir sehen, dass man jetzt mal schaut in Europa, wo gibt es eigentlich grüne Energie, die auch erschwinglich ist. Und da ist ja sehr klar zu sehen, im Norden haben wir halt Wind und Wasser, auch der Preis, der da dran hängt, ist relativ erschwinglich. Im Süden ist Solar. Gut, jetzt kann man noch über Schiefergas diskutieren. Und man kann eben auch neue Energiequellen andenken. Wie gesagt, es gibt Technologien, die jetzt über sogenannte Dual-Fluid-Reaktoren, die Brennstäbe, also nukleare Abfälle recyceln. Daraus wieder Energie machen, aber vor allem strahlen die da nicht mehr. Und diese ganze Kombination, aber insbesondere in Europa mal zu gucken, wie können wir einen Energieverbund in Europa herstellen, dass wir es nutzen, energieintensive Prozesse eben nach Norwegen, Schweden zu legen, um dann aber auch weitere Prozessschritte, natürlich nicht alles dahin zu schieben, sondern weitere Veredelungsstufen können wir natürlich dann weiterhin in Mitteleuropa machen. Sehen Sie eigentlich die Gefahr, dass wir hier so in Deutschland so ein bisschen den Zug verpassen? Einfach aus dem Grund, dass wir immer sehr dogmatisch sind. Atomkraft wird jetzt dicht gemacht. Wir wollen kein Fracking, wir wollen kein CO2-Storage eigentlich haben. Wir sind da als Deutsche immer sehr, sehr kategorisch unterwegs, was irgendwie in diese furchtbar volatile Welt nicht so richtig reinpasst, oder? Naja, also ganz konsequent sind wir ja dann ja nicht. Also wenn wir eben kein Schiefergas heben wollen, obwohl es da ja unendlich viele Ressourcen gibt. Genau. Dann auch da gibt es unterschiedliche Methoden, da will ich mich jetzt aber gar nicht, da bin ich jetzt nicht Expertin für, aber wir kaufen es zumindest ein, also andere dürfen es dann machen. Mhm. Also ich finde, da müsste man nochmal offener und auch, wie gesagt, ideologiefreier über die einzelnen Möglichkeiten sprechen, die es da eigentlich gibt und wie auch die technologische Entwicklung derzeit ist, damit wir nicht, ich sage mal, gewisserweise mit Scheuklappen da durch die Gegend rennen und dann in der Tat den Anschluss verpassen. Ja. Großes Thema sind im Moment die Lieferketten. Wir haben große Probleme, wir haben große Abhängigkeiten. Wir diskutieren darüber, sind wir zu abhängig von China etc. Das Gleiche gibt es ja bei Energie, bei anderen Rohstoffen auch. Wie sehen Sie da so die Zukunft? Auch eher in der Fragmentierung, in der Flexibilisierung oder wohin muss der Weg gehen? Na, das, was wir beobachten, was auch eine Konsequenz ist aus diesen ganzen Krisenherden der Welt und China ist eben jetzt durch diese Covid-Strategie dort sehr isoliert. Auch wir haben wirklich massive Probleme, Experten dort rüber zu bekommen. Jedes Unternehmen ist damit letzten Endes konfrontiert. Es führt dazu, dass wir eine Deglobalisierungsbewegung haben. Also man geht aus China raus, man sucht wieder verstärkt auch lokalisierte Kapazitäten. Man versucht, die dort aufzubauen, wo jetzt auch die Boommärkte sind. Ja, also Indien zum Beispiel, aber auch in den USA. Um tatsächlich sich als Unternehmen dann wieder breiter aufzustellen und nicht nur Abhängigkeiten zu haben in eine Richtung. Und das wird auch Auswirkungen auf die Logistik haben. Es ist stärker lokal vielleicht in der Zukunft. Aber es heißt nicht, dass es weniger wird, nur eben anders. Ja, ich glaube, die Branche muss es angehen. Sie kann es dann grundsätzlich wohl auch bewerkstelligen. Frau Professor Wind, ganz herzlichen Dank für den Besuch heute bei uns. Danke Ihnen.